Hallihallo, ganz herzlich begrüße ich Sie in dieser Lenormand-Session mit mir, Kathleen Bergmann, dem niegelnagelneuen Epic Light Lenormand und der Frage, der alles entscheidenden Frage, was soll ich tun und was soll ich nicht tun in Bezug auf die Liebe, deswegen habe ich hier symbolisch auch schon mal drei Herzen ausgelegt. Wenn wir von Liebe sprechen, dann wollen wir ja nicht immer nur einen Ausblick haben, wie etwas weitergeht oder wie sich das so von den Gefühlen verhält oder vielleicht irgendwie von den Gedanken, vom Verhalten zueinander, sondern ganz oft steht die Frage im Raum, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ja? Und diese Frage können wir abklären mit einer super simplen Legung. Dafür brauchen wir keine große Tafel, wir brauchen kein riesen Brimborium an hier Karten und da Karten und das können wir uns alles sparen. Ja? Also wir öffnen sozusagen eine doppelte Dreierkombination. Sie kennen das schon von mir, dass ich üblicherweise ganz viel mit Dreierkombinationen arbeite. Nur machen wir jetzt eben zwei Stück. Eine für die Seite, was soll ich tun? Das ist unsere große Überschrift. Und einmal für die Gegenseite, was soll ich nicht tun? Dieser Aspekt ist nämlich auch ganz wichtig, weil wir dadurch nochmal eine klare Abgrenzung schaffen, was eben jetzt der Situation abträglich wäre. Ja, gegenüber dem, was jetzt eben zu einem Wohl oder zu einem guten Ausgang der Situation beiträgt. Und Sie können diese Legung, diese Fragestellung auf jegliche Liebesfrage anwenden, egal ja, wo Sie da gerade stehen, egal was gerade los ist. Ja. Immer dann, wenn Sie wirklich ein Handlungsbedarf haben, wenn Sie wirklich konkret wissen möchten, was gibt es jetzt für mich zu tun, ja, und Sie das eben mit sich selbst nicht mehr wirklich auf einen grünen Zweig bringen, dann helfen die Karten hier weiter. Ich wende diese Legung in der Beratung sehr, sehr, sehr oft an, also ist eine meiner absoluten Standardlegungen, die wirklich hilft und wir werden jetzt einfach mal ins Blau hinein, ohne konkrete Situation, die Karten legen und schauen, was es für Deutungsmöglichkeiten gibt. So, weil ich will Ihnen ja nicht nur die Legung vorstellen, ich möchte Ihnen ja auch zeigen, was die Karten so an Deutungen anbieten, ja, und wie eben die Karten, die da so liegen, zu erklären sind. Also, ich mache das so. Was soll ich tun, ist die erste Frage. Dazu lege ich hier in der oberen Reihe drei Karten. Und wichtig, hier das verdeckt lassen. Ja? Jetzt geht es um die Seite, was soll ich nicht tun? Wenn ich schon beeinflusst bin durch das Ergebnis, was da oben liegt, dann wird vielleicht das Ergebnis hier unten verfälscht, weil ich dann mir irgendwas Besonderes wünsche oder vorstelle, was da liegen soll oder was da auch nicht liegen soll. Und um das eben zu vermeiden, damit wir absolute Klarheit haben, ja, und nicht von irgendwelchen Wunschträumen reden, um das zu vermeiden, lasse ich die Karten verdeckt. So. Außerdem macht es auch noch mal so ein bisschen spannend, weil man nicht weiß, was da liegt. So, dala. Also, wir öffnen die Legung mit dem Hund, dem Haus und dem Brief. Mhm. Ich habe schon eine Idee dazu. Jetzt gucken wir uns auch gleich die andere Seite an. Wir könnten jetzt aber auch das wirklich so machen, wir kümmern uns erstmal um das, ja, finden heraus, was es bedeutet, haben dann eine klare Antwort gefunden, ja, und schauen uns dann die andere Seite an. Also das wäre so, ja, das würde den Spannungsbogen jetzt nochmal so ein bisschen steigern. Und außerdem nimmt dann diese Seite wirklich gar keinen Einfluss auf das, was wir hier deuten. Kann sehr interessant sein. Ich mache das jetzt auch wirklich so. Und zwar, auf dieser Seite sehen wir den Brief. Das heißt, ich soll in Kontakt treten. Ich soll ein Gespräch suchen. Ja? Das kann man schon mal primär festhalten. Auf welche Art und Weise
beschreibt der Brief nicht. Ja? Ob das jetzt persönlich stattfindet, über ein Telefonat, via WhatsApp, wir lassen das einfach mal offen, das kann der Brief nicht benennen und das muss er auch nicht. Also das ist dann unser Mittel der Wahl. Ja? Also wir müssen das Medium, unser Gesprächsmedium da noch selbst wählen. Ich denke, das können wir auch. Also nicht, die Karten können uns wirklich nicht alles beantworten. Es geht wirklich nur darum, hier von uns aus in ein Gespräch zu gehen. Und auf welche Art und Weise soll das stattfinden? Hund und Haus sind sich sehr ähnlich. Warum sind die sich so ähnlich? Es sind beides sehr, ich nenne es immer eben die erdigen Karten, die haben sehr erdigen Charakter. Nicht wie die Sterne oder die Wolken, die sowas ganz, oder auch die Störche, was sehr Luftiges und dadurch auch was sehr Unzuverlässiges, was sehr Unplanbares an sich haben. Nein, mit diesen Karten können wir tatsächlich etwas ins Auge fassen, etwas planen, wir können dem entgegensehen, denn Hund und Haus sind greifbar. Ja? So, und Planung ist überhaupt ein Wort, was ich sehr gerne in Verbindung mit dem Haus benutze. Es geht also darum, dieses Gespräch wirklich zu planen, vorherzusehen. Eben nicht einfach so, ach, das mache ich mal so spontan irgendwie, wenn es mir jetzt gerade so passt und wenn es sich so ergibt. Nee, es ist besser, sich hier wirklich auf dieses Gespräch vorzubereiten und vielleicht auch zu terminieren, wann es stattfinden soll. Das ist vielleicht wichtig, weil wir sonst gar nicht die Möglichkeit kriegen würden zu diesem Gespräch. Alles bezieht sich jetzt hier auf die Liebe. Ja? Um wen es geht, wissen wir nicht. Also das kann ein Wunschpartner sein, ein richtiger Partner, ein realer Partner. Das ist wirklich vielleicht jemand, mit dem schon irgendwie was läuft. Aber hier müssen wir eben von uns aus aktiv werden bezüglich des Kontakts. So. Und mit dem Hund und dem Haus zusammen bedeutet das, sei ehrlich, ja? Leg die Karten auf den Tisch, red nicht um den heißen Brei, komm direkt zur Sache, sag, was für dich deine Wahrnehmung ist, was für dich deine Wahrheit ist, sprich es einfach ehrlich an. Ja? Und vielleicht geht es auch darum, zu sagen, also wirklich laut und deutlich, nein, laut muss nicht sein, also aber deutlich zu sagen, was man möchte, was man nicht möchte. Das dem anderen einfach in einer absoluten Klarheit zu vermitteln, sodass da nichts mehr im Raum steht. Ja, so, das halten wir jetzt einfach mal zu der Seite fest. Und wir können natürlich auch einfordern, dass der andere bitteschön ehrlich zu uns sein möchte. Also auch das können diese Karten soweit soweit anheimstellen, dass wir eben auch diese Ehrlichkeit gleichermaßen zurückverlangen. Gut, jetzt kommt die andere Seite. Und zwar Reiter, Buch und der Sarg. Mhm. Also, jetzt haben wir hier wirklich ein sehr schönes Gegensatzpaar erwischt. Denn wir haben hier davon gesprochen, es geht um alle Offenheit, es geht um die nackten Tatsachen, ja, aber hier, Sie sehen schon das Buch, ja, das Buch spricht an, es geht darum, etwas zu verbergen, zu verheimlichen, ja, der Reiter direkt auf dieses Buch zu, das heißt, er ist in geheimer Mission unterwegs, ja, das ist ein geheimes Unterfangen, so, und dieser Sarg, der hat auch nochmal so ein bisschen was, so was sehr Subtiles an sich. Ein bisschen was, das mache ich einfach im Untergrund, das mache ich verdeckt. Also ein Sarg ist ja für gewöhnlich auch unter der Erde. Ja? Geht es darum, wieder etwas zu verbergen, unter den Tisch oder unter den Teppich zu kehren? Ja? Eben nicht mit offenen Karten zu spielen, ja? Also, die geheime Mission. Und Sie wissen ja jetzt, das soll ich tun, das soll ich nicht tun. Also, ich soll hier nicht auf diese geheime Mission gehen, ja, und eben etwas, was mir persönlich wichtig wäre, vielleicht aus Gründen der Rücksichtnahme, aus Angst vor Verlust oder sonst was, zurückzuhalten, ja. Also, mit offenem Visier, passt übrigens hier zum Reiter,
Der Reiter hat ja auch ein offenes Visier. Also wir gehen mit einem offenen Visier in die Situation rein. Sehenden Auges sozusagen. Ja? Mit Klartext und ohne Umschweife und ohne irgendwie, das lasse ich mal lieber irgendwie unter den Tisch fallen, das sage ich mal lieber doch nicht, weil ich mich vielleicht nicht ganz traue, weil ich anecken könnte, weil ich Angst habe, dass mich dann der andere irgendwie nicht versteht oder verletzt oder sonst was. Also all diese Vorbehalte, die müssen wir mit diesem aufgeklappten Visier fallen lassen, ja? Und dem begegnen, was tatsächlich ist. Hier haben wir die Karten der Realität. Also der Realität ins Auge sehen und nichts wegwischen, wegsperren sozusagen. Also, Sie sehen, wie wunderbar diese Legung funktioniert. Welche super kristallklaren Ergebnisse dadurch herausgearbeitet werden können. Das alles ist natürlich nur eine Handlungsempfehlung. Ja? Das ist keine Aufforderung, das so zu machen. Das muss einem selbst immer bewusst sein und dem man die Karten legt, sollte das dann eben auch bewusst gemacht werden, dass es eben sich um einen guten Rat handelt, ja, aber natürlich alles in der eigenen Verantwortung liegt, wie man dann letzten Endes agiert. Aber ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr, sehr praktische und vor allem auch schnell handelbare Lebenshilfe. Auf alle Situationen anwendbar. Wir haben jetzt von der Liebe gesprochen. Das kann man wirklich verallgemeinern. Probieren Sie es einfach mal aus. Was ganz wichtig noch ist, ganz, ganz wichtig. Hier bitte eine gedachte Trennlinie. Nicht anfangen, wie bei bekannten Legungen, Neunerlegungen, wie sie alle heißen, irgendwas zu verknüpfen. Ja? Weil wir haben hier eine separate Frage und wir haben hier eine Einzelfrage gestellt. Ja? Das sind grundverschiedene Dinge und jetzt können wir nicht anfangen zu vermischen und zu sagen, ja, aber die beiden Karten bedeuten doch das zusammen und hier kann ich vielleicht auch noch einen Bogen schlagen und dann kann ich noch irgendwie rundum im Kreis deuten, so ungefähr. Nein, getrennte Einheiten, getrennte Passagen, getrennte Aussagen, weil getrennte Fragen, zwei Blöcke. Genau, also das noch kurz als Hinweis zum Aufbau der Legung. Und ich bin so gespannt, was Sie mir berichten werden, wenn Sie es ausprobieren. Ich habe schon ganz tolle Rückmeldungen dazu erhalten. Ganz, ganz, ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Und bitte gerne meinen Kanal abonnieren, liken, kommentieren, was auch immer, mir persönlich schreiben. Ja, ich freue mich darauf. Auf Wiedersehen.